Willkommen zu einer neuen Folge Bushcraft Hacks. Das sind kurze Videos mit Tipps und Tricks rund um die Themen Bushcraft, Outdoor und Lagern. Heute mit dem Thema, welche Knoten brauche ich, um mir mein Tarp ordentlich aufzubauen? Viel Spaß! Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du das erste Mal auf meinem Kanal bist und dich die Themen Abenteuer draußen in der Natur sein interessieren, dann auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren, damit du keine Videos mehr verpasst. Wie am Anfang versprochen, möchte ich euch heute die drei Knoten zeigen, die ich benutze, um mein Tarp aufzubauen. Knoten, die sehr gut halten, aber die sich auch leicht wieder lösen lassen, weil das ist für mich immer ein wichtiges Thema. Die Knoten sollen am Schluss nicht nur halten, sondern ich möchte natürlich am nächsten Morgen auch nicht dauernd rumfummeln, sondern ich möchte sie schnell wieder wegbekommen. Wie ihr bei meinem Video über die Tarp-Aufbauvarianten schon gesehen habt, brauche ich bei den meisten Aufbau-Setups einfach eine Leine, die quer von einem Baum zum anderen rübergeht, die sogenannte Ridgeline. Damit die Ridgeline mir auch wirklich Stabilität gibt, muss sie ordentlich unter Spannung sein und auf Spannung gebracht werden. Zum Knoten knüpfen möchte ich aber nicht unter Spannung sein, sondern da möchte ich einfach gemütlich den Knoten knüpfen und im besten Fall eben nachträglich spannen. Und deswegen möchte ich euch heute einen Knoten zeigen, der von einigen als Ding, Ding, Ding! Der Topsegel Shortstick bekannt ist. Eigentlich ist es aber der ganz normale Stoppersteg, der von der Schifffahrt aus bekannt ist. Was brauche ich dazu? Ich ziehe mir einfach meine Leine um den Baum herum und lege hier quasi die Seile übereinander, sodass ich ein Kreuz habe. Dann gehe ich in diesen Bereich, der jetzt zum Baum zeigt, gehe ich einfach zweimal rum. Einmal durch, zweimal durch. Und jetzt wechsle ich die Seite nach außen, gehe nochmal durch, genau die gleiche Richtung. Und dann entsteht mir hier ein kleines Loch, wo ich mein Seil durchstecke. Festziehen, fertig. Und Stoppersteg heißt er deswegen, weil ich ihn in die eine Richtung jetzt eben gut bewegen kann. In die andere Richtung ist er aber bombenfest. Das heißt, ich kann jetzt meine Ridgeline ordentlich spannen. So. Und habe ordentlich Spannung da drauf. Das Schöne ist, wenn ich morgen jetzt aber wieder abbauen möchte, dann schiebe ich diesen Knoten einfach wieder in die gegenläufige Richtung. Er ist locker und ich kann ihn ganz einfach lösen. Jetzt nehme ich einfach hier mal ein bisschen eine dickere Leine, damit ihr es besser nachvollziehen könnt, wie der Knoten funktioniert. Die Ridgeline ist jetzt einfach nur meine Befestigungsmöglichkeit, ist quasi jetzt der Baum. Beim Stoppersteg fange ich an der Stelle an, in der er blockieren soll. Das heißt, wenn er in die Richtung blockieren soll, drehe ich hier einmal rum, drehe ich hier zweimal rum, dann wechsle ich die Seite auf die andere Seite, gehe hier auch einmal rum, gehe aber nicht nach oben, sondern schiebe ihn quasi von unten durch. Ist natürlich jetzt sehr dünn an dieser Ridgeline, aber ihr seht, wenn ich den jetzt festgezogen habe, dass der hier sich quasi verkeilt und damit bringe ich den ordentlich auf Spannung. Also, das war der Stoppersteg, der erste Knoten und mit dem mache ich meine Ridgeline an den Bäumen fest. Kommen wir zum Knoten Nummer 2. Seht ihr hier die Verbindung? Ich habe hier einmal das rote Seil, hier das grüne und die zwei sind mit einem Knoten verbunden. Warum habe ich das gemacht? Einfach aus der Tatsache, weil mir die Bäume hier zu weit auseinander stehen. Meine Schnur war einfach nicht lang genug. Deswegen habe ich die hier verbunden. Und ich verbinde zwei gleiche Leinen mit dem Kreuzknoten. Ich mache quasi am Anfang einen relativ einfachen Knoten, einen ganz normalen Zackstich, so wie man ihn auch normalerweise macht, wenn man seine Schnürsenkel bindet. Das Besondere beim Kreuzknoten ist aber, dass die Enden am Schluss parallel zueinander rauskommen. Das heißt, ich klappe hier das zusammen, wenn das oben liegt, liegt auch die Seite hier oben, ich drehe sie einmal durch und dann habe ich hier so ein paralleles Muster. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Und damit ist der Kreuzknoten quasi geknüpft. Das Schöne ist, er hält ordentlich und er lässt sich leicht wieder lösen. Normalerweise, indem ich den einfach so aufschiebe. Okay? So, falls es aber nicht klappen sollte mit dem Kreuzknoten, dass der einfach sich schon so festgezogen hat, dass es nicht geht, dann zeige ich euch natürlich einen Trick, wenn der sich so festgezogen hat einfach, dass es keine Chance mehr gibt. Ihr habt zu viel Spannung drauf gegeben, es ist irgendwie verwittert, was auch immer. Dann geht ihr einfach her auf dieses lose Ende vom Kreuzknoten, haltet das andere hier fest und zieht, bis er umschlägt. So, und jetzt, Zauberei, kann ich den einfach abziehen. Soll ich es nochmal zeigen? Nehmt dieses freie Ende, zieht's, bis er umschlägt und dann könnt ihr ihn abstreifen. Zauberei, kann man denken, nein, aber einfach der kleine Trick. Trick Nummer 2 für den Kreuzknoten, deswegen ja Bushcraft Hacks. Ihr knüpft den Knoten so, wie ihr ihn auch knüpfen wolltet, nur ganz zum Schluss. Zieht ihr nicht das komplette Ende durch, sondern ihr zieht hier nur eine kleine Schleife durch und zieht fest.
So, der Knoten hält genauso gut wie vorher. Und wenn ihr das gemacht habt mit dieser Schleife, dann ist das quasi ein Schnellaufknoten. Ihr zieht einfach an dem Ende, wo die Schlaufe dran ist. Zack, und der Knoten ist offen. Also, zwei Tricks für den Kreuzknoten, für den Knoten Nummer 2, um meinen Tab aufzubauen. Kommen wir zum dritten Knoten im Bunde. Wir sind ja auch bei Knoten und Bunde. Okay, schlechter Witz. Kommen wir zum dritten Knoten. Der dritte Knoten ist dafür da, damit ich quasi hier meine Abspannpunkte variabel verändern kann. Das heißt, es ist hier auch wieder ein Klemmknoten, den ich verwende, und zwar der sogenannte Prusik. Ich nehme mir dazu ein kurzes Stück Seil, mehr brauche ich dazu nicht, und lege mir das einfach mal über meine Ridgeline drüber. Das heißt, ich habe jetzt hier so eine kleine Lasche und durch diese Lasche ziehe ich jetzt hier mein loses Ende durch, gehe einmal außen rum, ziehe es nochmal durch, schwupps, und ziehe das Ganze fest. Wichtig ist, dass die Wicklungen jetzt wirklich parallel zueinander liegen. So, und wenn ich den jetzt hier festgezogen habe, dann kann ich den sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung auf Zug belasten und der bewegt sich nicht. Ich kann ihn aber, wenn ich das hier leicht runterdrücke, mit meinen Fingern ganz leicht bewegen, wenn ich direkt ihn am Knoten anfasse. Das heißt, Zug weg, aber beweglich. Okay, den nehme ich jetzt dafür, dass ich hier diese Öse von meinem Tarp festbinde, mache hier wieder meinen Kreuzknoten, so wie wir ihn kennen, und jetzt schiebe ich das einfach nach außen, bis das ordentlich auf Spannung ist. Und dann habe ich hier eine ordentliche Konstruktion. So, ich hoffe, meine kleine Knotenkunde hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn euch die Themen Outdoor, Draußensein, Abenteuerleben interessieren. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis bald.